Hallo und willkommen zurück zu Mighty Pirates vs. Hosenkorb. Wir sind gerade dabei, das zu machen, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und bei mir betrifft das, diesen Hut zu holen. Ich will den Hut. So. Ich hab dolle Hut. Und jetzt wollte ich, was wollte ich? Richtig, Clay. Oh, hier immer noch. Gerne schön. Genau. Aber irgendwie bin ich kein mehr. Das ist nicht ganz so toll. Könnten wir auch mal ausrechnen, wie viel ich eigentlich brauche. Weil etwas haben wir ja schon an den Bricks. Da sind auch nochmal 8. Gott, die Kiste ist voll. Ich muss mir den ganzen Rubber hier rausnehmen. Und wegschmeißen. Alter. So, hätte jetzt jemand Stil theoretisch? Wow, viel Eisen. Ja, genau. Den Stahl kannst du, das Eisen kannst jetzt eben, wo auch immer das Teil gerade steht. Kann man denn, Torches kann man machen, das ist natürlich. Oh ja. Eigentlich eine Idee. Steel Ingot brauche ich dafür, oder? Wahrscheinlich? Nee, du tust Eisen und Kohle in den, Ofen. In diesen Ofen da. Wie heißt der? Pulverizer, Redstone Furnace, Sawmill. Nee, das, da unten? Das Teil, wo du vorher Redstone rein hast. Ach so, das Ding. Das komische, das jetzt nicht mehr da ist. Wo ist es denn? Da ist es vielleicht. Jetzt habe ich eine Fackel dran gesetzt. Gut gemacht. Gut. Falls Hose es guckt, nein, es gehört jetzt nicht dir. Nein. Ja. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Stahl brauchen, oder? Ja, ja, ja. Dann hau ich da mal immer ein paar mal Eisen wieder rein. Enriched Iron. Genau, und das tust du dann nochmal rein und dann wird's zu Stahl. So. Auch nochmal mit Kohle? Ja. Ja, dann warte ich mal, ne? So. Meintest du nicht was mit, es gibt wieder 4? Oder hast du die irgendwo weg? Ja, die sind da unten, ne? Da sind die 8 in der unteren Kiste. Links unten. Ja, da. Da, wo jetzt auch ein paar Fackeln drin sind. Wir haben immer noch so viel Rubber. Ich glaube, ich muss mal eine extra Kiste für Rubber machen. Nee, wer hat den... oder war ich das? Was geht's? Das Grout. Ah, nee, das war noch einfach nicht fertig. Sehen. Steel. Ich glaube, da oben rechts ist schon Bolzwasser. Ja. So, ich schau jetzt mal, wie viel ich brauche. Also, hier soll das Ganze ja entstehen. What? Besser. So, warum ist da noch einer? Ah, der kann nicht bleiben. Gott, wie ist das denn? Auf welcher Höhe machen wir das? Irgendwie bin ich ja schon ein bisschen froh, wenn wir hier aus diesem Haus ausziehen. Ist ganz schön eng mittlerweile. Ach, gar nicht. Nicht? Gar nicht. Wie steht's bei dir so? Okay. Gut, bitte. Ja, dann, keine Ahnung, was ich machen soll. Dann hol ich mal diese Kohle hier. Ja, doch. Ich würde dann mal so einen Configurator bauen. Von Mechanism. Mit dem kann man die Logistical Pipes nämlich dann konfigurieren, indem man quasi Farben gibt. Und dann kann man halt das Ganze mit dem Sorting ein bisschen besser machen. Dann kann man sagen, wo was langlaufen darf. Dann könnte man zum Beispiel jetzt eine Kiste da anschließen, wo da das Rubber reinkommt. Okay. Also, ich brauche einen Smeltery Controller. Dann fange ich mal mit dem an. Und dafür brauche ich Zeug. Das, Daniel, wie weit ist denn Enriched Alloy? Noch nicht so weit, schade. Hält sich in Grenzen? Dauert so lang. Schon, ne? Da buddel ich ja schon wieder im Keller. Ein Seared Tank. Bricks. Moment.
Also 3x3. Leave any space above these bricks open, okay. Haben wir noch Logistical Pipes? Oder wie sie heißen? Ich glaube, das ist ein Transporter. Logistical Transporter, ja. Haben wir noch ein bisschen? Logistical Transporter, nee, haben wir nicht. Okay. Dann kommt die Kiste einfach rein. Die mache ich aber gerade. So, okay. Oder will ich auch gerade machen. Also wäre halt schön, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4 oder sowas, dass es ein bisschen mehr nach hier hingeht, dass die Kiste nicht da ganz hinten stehen müssen. Was? Ich habe vor, das hier vor, ein bisschen vorzulegen, dass man hier dann ein paar Sachen rausfiltern kann. Also da kommt dann eine Kiste oder sowas und dann da noch so Logistik. Ja, ich mache einfach mal und gebe dir dann was ab. Überflutschens vor, genau. Das ist mein Plan. Wie viele Drains werden wir brauchen? Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal zwei. Ich gestehe, ich habe keine Ahnung, wie das generell so funktioniert, daher... Ich auch nicht, wir finden es raus. Das ist der Plan. So, was brauche ich noch? Ein V-Set oder sowas hieß das, glaube ich, noch. Ach verdammt, davon brauche ich ja dann auch ein paar. Ah, Sear Tank natürlich noch. Okay. Sear Fancy Brick. Okay. Bist du noch? Oder bist du noch? Okay. Ja, genau, dann muss ich noch einmal. Tank? Da. Viert Tank. Ah, mit Glas in der Mitte. 8 Stück. Ich habe noch 6 Stück. Hurra. Und die Kiste ist voll. Welche? Die Output-Erzkiste. Ah, okay, ja, schön. Kannst du ja mal eine Kupferkiste draus machen oder so. So. Wow. Ey, jetzt machst du... Oh Mann. Ja, ich bin hier noch. Du warst gerade fertig. Ja, nee. Wo ist jetzt die Kohle hin? Hast du die jetzt oder ist die noch? Soll ich die 1300 reintun oder ist das sonst zu viel? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach rein. Dann gib mir mal deine 4 Dinger, die du bisher hast, weil du brauchst ja noch. Deine Advanced Überflutschens. Hä? Was? Du hast doch gerade mit Redstone so Teile gemacht. Noch nicht. Ja. Die Alloys. Genau. Wenn du hier eh gerade noch ewig beschäftigt bist, dann gib mir die doch schon mal. Guck mal, sogar 5. Irgendwie laggt's gerade ziemlich bitter. Mhm. Ah ja, danke. Dann, oh ja. Ups, okay. Ja, so ein bisschen arg krass. Hallo. Hallo. Ich würde dir jetzt dann gleich Redstone geben, aber irgendwie passiert nicht viel, wenn ich gut Boom. Habe. Boom. 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 Connection Reset. Oh, wie schön. Okay. Ja. So viel zur Serverstabilität. Dann. Aber du stehst sehr schön noch hier. Ja. Oh, jetzt geht's wieder. Geht wieder, dann. Jetzt geht's wieder. What just happened? Logge ich mich einfach mal wieder ein. Dann nehme ich das hier mal. Oder so. Ja. Okay, gut, dann Konfigurator. Juhu, da bin ich wieder. So. Ah, du warst auch kurz. Dann brauchen wir da ein 5. Steel Dust muss dann wieder in den Pulver... Nee, doch nicht. Stick. Ich jetzt echt Sticks machen. Ja, die bauen sogar nur... Warum outputtest du jetzt nicht so dummes Ding? Aber das reicht halt immer noch nicht. Gut, also wir brauchen deutlich mehr Sealed-Sachen. Also, das bedeutet deutlich mehr von den Clay. Okay. Und natürlich kam jetzt kein Clay mehr.
Das ist blöd. So, jetzt dann schaue ich mal, ob ich noch irgendwas Flüssiges finde, das Clay drin hat. Das ist Sand. So, und wo mache ich jetzt aus dem Steel Dust? In der normalen Schmelze, ganz normale Schmelze. Einfach reinlegen, ne? Einfach reinlegen. Was wollte ich gerade? Ach, richtig. Wo auch immer sie gerade ist. Können wir irgendwo elektrische Items aufladen? Na, geht das da? Ah, da. Nein, da tut sich nicht wirklich viel. Schade. Was denn? Ich muss irgendwo ein elektrisches Item aufladen. Ich glaube, wir haben noch nicht wirklich irgendwas, was Items aufladen kann. Nee. Für was? Für diesen Konfigurator. Ich wollte ja eigentlich immer so eine Energy Cube bauen. Ja, das klingt doch danach. Dafür brauche ich Eisenstahl. Es ist schön, wenn man sich was vornimmt und dann merkt, es kann nie funktionieren und ich muss erst was ganz anderes machen. Ich ninja mir mal die 6 Gold. Dafür. Ja. Für die Cube, weil da brauche ich nicht genau 6 Gold dafür. Wenn ich mich nicht gerade verzählt habe. Gab auch irgendwas mit Electric Infuser, glaube ich, als Terminal Expansion Item. Ja. Der kann halt sonst gar nichts. So. Dauert ja ewig, nur mal diese komischen Pipes zu machen. Logistik. Logik ist Logistik. So, jetzt habe ich es. Nicht so einfach. Die Control-Dinger, die hast du jetzt verwendet, oder? Control-Dinger. Ah, ja, richtig. Ich hab die jetzt mal wieder reingeschmissen ins Inventar. So. Ich glaube, in dem Fluss ist nichts. Das ist nicht schön. Gut, und das ist vor allem nicht praktisch. Sehe ich unter Wasser auch mehr mit einer Fackel? Nee. Die Unterwasserfackel. Ja, wer weiß. This is Minecraft und so. Das ist wohl wahr. In welche Richtung bist du denn? Dann suche ich auch mal ein bisschen. Hey, ich hab Clay gefunden. Ich bin gerade Richtung Nordwesten. Okay. Zum Glück kommen da ja noch ein paar raus. Gut, dass wir mittlerweile ein bisschen Eisen haben. Muss jetzt nicht gleich alles verschwenden. Ja, wenn der Flo mir meine Sachen wegnimmt. Ja, das sind die 4 Eisen, die in der Kiste drin sind, genau. So, ich glaube jetzt 20. Das sind 40 Bricks. 40 Bricks sind 10 andere Bricks. Das Teil hat eine Base von 5x5 schon. Da brauche ich noch 4, 5. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht. Also. Ein bisschen mehr brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, da ist noch. Jetzt mache ich gerade. Ja, was. Da ist noch was. Sehr gut. Grad? Nein, eigentlich nicht. Ja, der Grad-Part wundert mich auch etwas. Clay hierher. Gimme Clay, gimme Clay, da 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 da. Sehr schön. So, wie viel war das jetzt? 60. Schön. Mal gucken, ob vielleicht da hinten noch was ist. Wenn wir schon mal da sind. Da sieht's auf jeden Fall Clayig aus. Ja. Clayig? Lehmig. Das ist quasi der Fachbegriff, oder? Wir hätten auch wieder Schwierig. Ja, das ist... Hier.
jeden Fall, wenn man auf Clay-Suche geht, muss man auf jeden Fall das Clay nennen, wenn man es findet. Gut zu wissen. Hätte ich nämlich jetzt falsch gemacht. Ja, schau. Hast du schon Clay gefunden? 4 in der Kiste. Ja, schau. Das liegt daran, weil du das falsch aussprichst. So, das bringe ich. Gut zu wissen. Ja. Aber ich helfe ja gerne, wenn ich kann. Ach komm schon, dann machen wir gleich viele. Dachte ich mir auch und habe erstmal 140, 160 Clay geholt. Das sollte doch erstmal ein bisschen reichen. Könnte. Flo. Ich. Ach nee, passt. Irgendwas, das ich nicht brauche. Das hier, Seeds, braucht man nicht, weil hier ist noch mehr Clay. Halt gleich einen zweiten Metallurgic Infuser, ich sag's dir. Ja. Wie viel kosten denn die? Das ist doch nicht zu aushalten. Ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, brauchst du jetzt noch Pipes? Ein paar? 4 im Endeffekt dann, oder? 1, 2, 3, 4? 4, ja. 4. Ah, da kommt er. Gut, so, jetzt reicht's aber wirklich. Dankeschön. Da liegt noch ein bisschen Clay rum. Bitte. Nee, da liegen. Huch. Da liegt das rum. Wie heißen sie? Na? Slime Balls. Slime Ball, ja. Gut, heim geht's. 480 Meter. Gehen schon. Einmal in Hover-Mode und zoom. Also klingt mehr wie. Ist aber relativ langsam. Klingt mehr wie ein Jet-Antrieb, fühlt sich an wie zu Fuß. Oder langsamer. Aber du bist in der Luft. Oder auch fühlt sich mehr wie geht zu Fuß mit Dampfantrieb, genau. Wenn man wenigstens schneller werden würde, je länger man fliegt. Kann man craften während dem Fliegen? Natürlich nicht. So, ich hoffe, wir haben jetzt viel Gravel. Gravel? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Da sind 35 drin. So, wir könnten jetzt auch einfach mal ausrechnen, wie viel wir brauchen. Also. Ja, 35, glaube ich, haben wir. Ist das wahrscheinlich nicht wirklich viel, ne? Ich habe noch 36, also 60 haben wir dann auf jeden Fall. 60 mal 2 sind 120. 120 durch 4 sind 30. Das sollte eigentlich reichen. Ja, dann. Denke ich. Außer ich verrechne nämlich gerade brutalst. Was gut möglich ist, aber... Soll schon mal passiert sein. Hurra, die Transportpipe geht. Sehr das schön. Das ist doch schön. Was wollte ich jetzt noch? Ah, richtig, ich wollte die Energy Cube bauen. So, jetzt brauche ich nur noch Stromkabel. Hurra! Das ist doch schon mal was. Ach, nächster Spaß. Da ist eine Kuh mit einem Geburtstagskuchen. Lecker. Basic Universal Cable. Okay. Und da ist ein Schwein mit irgendwas. Ah, ein Schwein. Boy of, oh, Silence. Alter, sind da viele Doctor Who References drin. Hier der eine Junge da, der was sind das für die Folge? Der eine Maske auf hat und wo dann alle irgendwie diese Masken aufhaben. Und auch Are You My Mommy? Dumpf. Ja, also wenn ihr Dr. Who nicht kennt, dringend gucken. Von Anfang an. Alles. Bitte bei 1950 anfangen. Acht, Redstone, 4, rechnen und so. Also, Kiste da. So, was? Nö. Ja, richtig, wir wollten irgendwie mal eine größere Kiste machen. Wer hat den Redstone? Ich hab den Rest wieder reingegeben. Ah, sehr gut. Klaue ich mir da auch mal was, weil ich... Ach, verdammt, falsch rum. Falsch rum. Haben wir noch Sand? Keine Ahnung, schon mal draußen. Nein. Ja,
Okay. So, jetzt aber. Stromkabel. Ole. Das ist doch fein. Das ist prima. Hm. Okay, Natur. Das ist ja sogar schon was. Scheiße. Was ist los? Na gut. Ach, ich habe jetzt statt Stromkabeln noch mehr Transportpipes gemacht. Auch eine Möglichkeit. Ja. Wait. Das Gute ist, wir werden sie früher oder später eh brauchen, aber. Das bringt mir jetzt nur nicht so viel. Dummes Ding. Du sollst nicht nach rechts outputten. Hä? Unsere linke Schmelze Basic hat... Universal, das Basic Universal Cable, oder? Mhm. Hat dasselbe Rezept wie... Ah, okay. Nee, doch nicht. Ich nehme alles zurück. Und behaupte dasselbe nochmal. Ja, man sollte sich auch im Inventar die richtigen Sachen anschauen, dann das hilft. Mhm. Meistens. Ich wette, es wird nicht reichen. Natürlich reicht's nicht. Hallo, was erwartest du? Dass es reicht? Ja. Gewissermaßen schon, ja. Nein. Yay, ein Cube. So, der kommt jetzt einfach mal dahin. Tada, erfüllt sich sogar. Eins, zwei. Unglaublich. Kommt jetzt mal der Konfigurator rein. Und dann können wir mal Pipes konfigurieren. Transporters, wie auch immer. Das muss reichen. So. Das heißt, wenn ich dem jetzt sage, du bist. Wie geht das denn? Den Dark Blue. Oh, jetzt ernsthaft. Verdammt. Und dann dem hier sage. 3, 3, 4. Jetzt kommt in die Kiste. 1, 2, 3, 4. 4 mal 4. Hat jemand noch irgendwie ein Eisen-Ingot? Schau mal in der Kiste rechts. Ich hab noch. Ich hab noch 11. Achso, okay. 11. Ah, da ist auch. Okay, passt. Passt schon? Okay. Hab's. Hurra, selbe Spaß. Nochmal. Code. Das brauchen wir. Das kommen wo habt ihr die Kohle mittlerweile? In der Kiste hinter dem Energy Cube. An der Wand. Da, hier, hier. Ah. Versteckt. Mm-hmm. Top Secret. wie viel brauche ich denn? Das da. 10. Das da. Jetzt dauert es wieder so ewig. Ach nee, dauert gar nicht ewig, weil... Der ist jetzt nicht... Hm. Eigentlich... Hm? Hm. Ach nee. Hm. Warum tut er nicht, was ich ihm gesagt, dass er tun soll? Also ist das wieder das, dass er von oben nach unten durchgeht? Also, das ja. Dem jetzt, das geht ja hinter. Hm. Also wir können schon mal den Controller hier hinstellen. In die Mitte. Ein Drain hier hin, ein Drain dahin, keine Ahnung, ob das Sinn macht. Wird sich zeigen. Das wird ja sogar reichen. Ja, erstmal. Ich glaube, die untere Ebene brauchen wir gar nicht, kann es sein? Untere Ebene? Ja, die hier. So typisch Multi-Block-Structure. Ach so. Ah. So. Du sollst oder auch, doch... wir können etwas sparen. Wenn ich den jetzt... Ah, den kann ich doch eigentlich... Warum ist der so weit? Das ist ja doof. Passt das? 1, 2, 3, ja, passt.
Ah, drum. Haben wir noch diese Logistik-Transporter? Hey, es würde theoretisch schon funktionieren. Wir haben eine Smeltery. Sehr cool. Die ist ja übersichtlich. Ja. Daniel? Ja? Hast du noch zwei von den Transporterkabeln? Auch 33, ja. Ja, so viele müssen es eigentlich sein. So, jetzt brauche ich noch ein V-Set. Dann komme ich mal zu dir. Bei dem Plan. Ja, das ist gut, dann kannst du mir helfen. Weil ich bin gerade etwas überfordert. So was. Hat der jetzt Strom? Nein, der hat keinen Strom. Das sieht man, wenn die Kabel grün sind, dann ist da Strom drin. Die okay, gehen auch deutlich. Die sind nicht, glaube ich, ganz, noch nicht ganz verbunden bis drüben. Ja. Ein Casting Table, okay. So. Ja, danke, danke, reicht. Spamming! So. Und warum höre ich hier Spinnen? Und so rein theoretisch. So, jetzt mal nachlesen. Strom, man müsste doch jetzt eigentlich hier anbauen, oder? Habe ich da jetzt noch was vergessen irgendwie? Hat keinen Strom, nee. Weil die Kabel immer noch nicht bis rübergehen. Small end of the drain should be facing the outside, okay. Dann so, ist wohl da noch eine Lücke, ne? In the smeltery with metal. Watch it go, okay. Ich dachte, wenn es grün ist. Ja, nee, Strom. Aber nee. Das ist in dem Kabel, also da, wo so drinnen durchsichtig ist jetzt. Da ist dann so ein. Komm mal rüber ins Haus, dann siehst du es. Oder vors Haus, da. Gut, schau das heißt, hier. Da, das da. Kabel. Da siehst du, da drin ist es so grün. Oh. Dann heißt es, okay. Da Strom. Und das Kabel geht halt noch nicht ganz bis rüber. Da ist noch irgendwo eine Lücke im Wasser. Ah, hier, ja. Das ist dann natürlich hilfreich, wenn unter Wasser das Kabel. Das geht. War das Problem. Wenn man es einfach nicht gesehen hat. Und uns sind die Kabel ausgegangen, ja. Da haben wir ja drüben zum Glück Lava. Dann werde ich mal schon ein bisschen Lava in die. Ach so, man sieht es tatsächlich überhaupt nicht. Ja, das ist. Ja, genau. Ja, das ist jetzt irre hilfreich. Du hast ja fast. Wie packt man da jetzt Lava rein? Tja. Wenn man das so genau wüsste. Aha. What? Holy. Ich glaube. Oh Gott. Oh wow, what the fuck. So. Ja, man muss auf die Tanks rechts klicken. Sehr gut. Okay, also wenn es ganz simpel ist, braucht man nicht mal so einen Sorter. Man kann mit dem Konfigurator die Kabel auf Pull-Modus stellen, wenn sie angeschlossen sind. Aber ich glaube, der hier zählt gar nicht. Drum nehme ich jetzt mal den her. Toll. Ja, das sieht gut aus. Gut, wir haben Lava in unserer Schmelze. Sehr schön. Dann sollten wir vielleicht die anderen Tische nach daneben stellen, hier für, was wir da schon mal hatten, Stencil Table und sonst was. Glaube ich, macht ein bisschen mehr Sinn. Blöd. Jo, dass man definitiv. Das Ganze irgendwie. Wollen wir diese Kabel wirklich unsichtbar haben? Ja. Okay. Partbilder, Stencil Table. Unter dem Wasser, dann sind sie schon versteckt. So, das letzte. Kommt mir das hier überhaupt? Gibt's das hier überhaupt? Ich glaub gar nicht. Nee. Alles hier. Irgendwie ist dieser Sorter komisch. Da ist es irgendwie auch nicht. Außer es könnte. Gab's da noch ein Handbuch, das ich nicht gesehen habe? Keine Ahnung. Jetzt Materials. Oh Gott, 1, die Kabel 2, werden ja wieder davon. Nicht reichen. Ja, Materials on you habe ich, glaube ich, nicht. Oder was habe ich gerade gelesen? Weiß ich nicht. Ein anderes.
Ja, das sieht doch besser aus. Okay. Stencil Table haben wir. Und jetzt wird noch eine Pattern Chest. Genau. Das war. Was heißt jetzt dieses S? Die Chest werde ich schon mal brauchen. Und noch Wood. Und da. Zwei oder genau andersrum. Wir werden es gleich sehen. Oh, ging. Und eine Pattern Chest. Sehr schön. Und ich vermute mal, wir brauchen recht viele Patterns. So ein paar dann, ja. Irgendwie verstehe ich nicht, warum der Sorter nicht die Sachen rauspackt, die ich, also die in die Kiste packt. Alles andere geht. Inzwischen, so mit Farbsortierung, aber in die Kiste mag er nicht. Okay, dann tun wir das hier mal rein. So, was wollen wir denn? Wir wollen auf jeden Fall mal ein Pickaxe-Head-Pattern. Und was brauchen wir noch? Hier sollte es ja stehen. Nee. War das das? Nein, das hier. Nee. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Was mache ich das hier letzte. Eigentlich? Zu viele Bücher. Hier, das da. Das da, genau. Also, für eine Pickaxe brauchen wir ein Pickaxe-Head, eine Tool-Rod und ein Tool-Binding. So. Pickaxe-Head. Shovel-Axe-Sword. Tool-Binding, habe ich gesagt, oder? Ja. Gut. Und dann noch irgendwie so ein Stick. Oder ist es ein ganz normaler Stick? Mal gucken. Ding. Das sieht nach einem Creeper aus. Der Stick? Ich dachte es mir auch gerade. Das wird hier hatte. Swordblade. Ja. Also entweder bin ich blind oder es gibt's nicht. Ich glaube, es gibt's nicht. Nochmal nachgucken. Oder wir schauen mal anders nach. Tool Rod. Okay, nachdem es kein Rezept hat, muss es doch hier irgendwo sein. Der Sorter ist doof. Der Sorter ist voll doof. Tool Rod. Ah, so sieht der aus. Gut. Dann können wir einfach mal nach dem gehen. Tough Rod. Ein bisschen Erde. Das ist gut. Nein. Nein. Da, Toolrod, wunderbar. Gut, und wenn wir die jetzt hier rein tun, müssten wir die doch. Place a pattern in a material. War das nicht irgendwie, dass man die nebeneinander haben kann? Keine Ahnung. Muss ich so hinstellen. Ja, sehr schön. Gut, das heißt, wir könnten jetzt hier das Tool rein tun und dann okay. Aber wie das genau funktioniert, sehen wir in der nächsten Folge. Wir haben nämlich jetzt schon Überlänge. Ach du bitte, bitte. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.